Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hourglass. In der letzten Folge sind wir hier bei diesem Rätsel stehen geblieben und wir haben es nicht auf Anhieb gelöst. Mal schauen, ob wir es diesmal lösen. Ne? Also es gab ein paar Theorien in den Kommentaren, die ich aber so nicht teile, weil ich kann nicht mit dem Geist hier den Knopf rufen und mit dem echten Body dahin, weil mich sonst diese Scheibe darunter wirft. Wir müssen jetzt mal gucken, wie wir da weitermachen. Es sei denn, ich habe es vielleicht falsch verstanden, das möchte ich nicht ausschließen. Also wir brauchen hier den Würfel, damit wir hochkommen. Wir können hier... wir können direkt in den Tod springen. Ja, das geht ja schon mal gut los. Kann ich? Wobei, kann ich das da runterwerfen? Kann ich. Bringt das irgendwas, das da runter zu werfen? Nee, überhaupt nichts. Also Reset. Ich würde sagen, wir aktivieren das mal. Ah ja, genau. So, ich lege jetzt den hier nochmal hier drüben drauf. Ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ich habe jetzt einige Zeit nicht mehr gespielt. Ja gut, das bringt jetzt erstmal nicht ganz so viel. Ah, warte, das ist eigentlich ganz leicht, ne? Fällt mir gerade auf. Warte, erstmal zurückholen. Hä? Das ist doch eigentlich voll leicht, oder? Oder bin ich gerade dumm? Vielleicht bin ich auch gerade dumm, aber... Eigentlich ist es doch voll easy. So, der aktiviert das. Dann fährt das darüber. Dann springen wir hier drauf. Dann nehmen wir den Würfel. Teleportieren uns zurück. Zack. Ach nee, wenn ich das resette, resettet sich auch der Würfel, ne? Ah. Klar. Ich wollte gerade sagen, hey, dann drücke ich jetzt hier drauf, dann resette ich da und dann ist auch der Würfel weg. Ja. Und nein. Nee, ich komme jetzt nicht mehr darüber, ne? Ach, schieß. Warte mal. Okay. Ich habe eine Theorie. Erstmal alles resetten. Also. Ich nehme ja schon mal das Frisbee und lege es hier hin. So, erstmal rufen wir das Ding hier zurück. So, Frisbee kommt hier drauf. Boah, jetzt müssen wir echt viele Sachen im richtigen Timing machen. Wenn das stimmt, was ich denke. Ich darf es nicht zu knapp machen. Okay.
Na komm. Okay. Puh. Schisch. So viel merken. Das geht doch nicht. Okay. Oh nee. Diese Dinger hier bereiten mir Albträume. Okay, wir haben zwei Frisbees. Hat hier noch irgendwas resettet? Nee, nur die. Wenn ich da drauf... Okay, das heißt schon mal, dass ein Frisbee definitiv da drauf muss. Und ein Frisbee... Kann ich einen Frisbee hier drauflegen und mich dann da draufstellen? Und dann wird gleichzeitig... Ja gut, aber ist egal, ne? Das war's nicht, oder? Oh, doch, das war's, Loot. Okay, das habe ich einige... Oh, shit. Okay, da hinten ist die Pyramide. Okay, man muss hier sehr lange draufstehen bleiben. Und es gibt zwei Plattformen, die vorfahren. Also jetzt mal rein theoretisch. Also ich werfe, ich stelle jetzt hier den Würfel drauf. Dann warte ich, bis der hier vorbei ist. Dann porte ich mich hier rüber. Dann stelle ich mich hier drauf. Also ich bin mir relativ sicher, dass das nicht richtig ist, was ich hier mache, weil das zu einfach wäre. Aber wer weiß schon. So, dann hier rüber, dann zurückporten. Dann warten, bis er ganz ans Ende gefahren ist. Und dann wieder hinporten. Ich wusste es. Ich wusste, dass es viel zu einfach wäre. Wie soll denn das gehen? Wenn ich da rüber gehe, ich kann mich natürlich dann hinporten, den Würfel da drauflegen, aber dann fahren ja die Plattformen zurück. Warte mal. Also vor allem, ich kann die Würfel ja auch eigentlich einfach hier drauflegen. Das funktioniert auch nicht. Ich muss eigentlich mit dem Geist da drüben sein. Mich dann hier herporten und mich mit dem Geist hier hochfahren. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie bekomme ich das hin? Wenn ich alles resette? Ah, dann fahren die ganz langsam zurück. Also theoretisch müsste ich ja auf beide Plattformen... Oh doch, das geht. Oh shit. Das wird richtig übel. Nee, warte, das geht nicht. Geht das? Nee, es geht nicht. Weil da komme ich ja nicht mehr zurück. Ah, muss ich ja auch nicht. Ich brauche den Würfel gar nicht. Nevermind.
Boah, das wird jetzt anstrengend. Also ich weiß, glaube ich, jetzt, wie ich es lösen muss. Und das. Oh, ist das fies. Merkt er, was hier abgeht? Das ist richtig, richtig fies. So, jetzt hier rüber. Okay, es ist noch fieser, als ich dachte. Es ist noch fieser, als ich dachte. Ah, okay. Mit runterspringen kriegt man wenigstens die Plattformen schnell zurück. Boah, diese Timing und Geschicklichkeit. Ich bin doch gar nicht geschicklich. Ich dachte, ich muss hier nur mein Gehirn einsetzen. Aber was ist dieses Geschicklichkeit und warum muss ich das hier machen? So, erstmal so. Hier ist es noch easy. So, dann hier rüber. Kurz warten und... Also ich habe die Tricks durchschaut, aber... Das macht sie nicht weniger gemein. Okay, wir sind jetzt hinten an der Plattform angekommen. Das heißt, jetzt kann ich hier den Geist hinstellen. Ich warte, bis ich mich rübergeportet und da drauf gestellt habe. Dann stelle ich mich hier drauf und fertig. Oh, ist das fies. Alter Verwalter. So. Aktiviert die Pyramide. Los. Ne, ist maybe die letzte Welt, ne? Ich weiß nicht, ob nach der Hauptpyramide dann noch eine Welt... Ja, maybe kommt da noch eine Welt, ne? Also zumindest die letzte von diesem Hub ist es. Wenn der Weg hierhin schon so schwer war. Vor allem ist es auch ein bisschen neu, ne? Oha. Hier ist die Plattform zu Ende, da stirbt man eigentlich. Okay. Die Schlange will ich. Und natürlich 5 Steinchen. Das ist die Frage, was machen wir? Gehen wir erstmal nach rechts. Da drüben ist der erste. Krieg ich den vielleicht? Geschenkt oder so? Nee, ne? Springen. Dachte ich mir schon.
Wo ist eigentlich der, den ich geschenkt kriege? Normalerweise bekomme ich am Eingang einen geschenkt. Vielleicht muss ich da... Nee, da kann ich keinen Würfel mitnehmen. Muss ich da mit einem Würfel drüber oder stelle ich mich gerade einfach nur insane dumm an? Es sieht so leicht aus, ne? Also ich habe ja das Gefühl, ich brauche hier einen Würfel, um halt hochzukommen. So, lass das mal kurz beobachten. Ah, okay. Also der fährt eigentlich bis hier. Aber das Problem ist, dass wenn ich da stehe, dass er mich einfach wegschubst. Aber... Warte mal, ein Geist kann er da theoretisch durchlaufen, wenn der vorher richtig aufgezeichnet wurde. Aber egal, wie ich es aufzeichne, der schubst ja sowohl mich als auch den Geist weg. Das ist wahrscheinlich das leichteste Rätsel hier. Das ist wahrscheinlich der, den man eigentlich geschenkt bekommt. Und jetzt stehe ich hier und kriege ihn nicht, weil ich mich wieder dumm anstelle. Aber es bringt halt auch nichts. Wenn ich... Lass mich mal kurz überlegen. Hey, das ist so simpel, ne? Aber brauche ich doch einen Würfel? Ja, aber selbst ein Würfel hat hier eigentlich keinen Platz, oder? Nee, selbst ein Würfel würde er wegschieben. Kann's auch nicht. Boah. Es gibt doch keine andere Möglichkeit, das zu aktivieren, ne? Das Wetter ist auch nicht auf meiner Seite. Kann ich das irgendwie... Also wenn ich es schaffe, dass der Geist aufgenommen wird, während er da steht, dann kann der da ja durch. Aber während der aufnimmt nicht. Weil während es aufnimmt, ist es ja kein Geist. Oh, lass mich mal überlegen, kann ich? Also ich habe doch quasi gar keine Chance. So, weil ich kann mich selber draufstellen.
Ich meine, auch wenn ich mich selber draufstelle und den Geist draufstelle, dann bringt das ja alles nichts. Weil wir halt dann beide da stehen und beide weggeschoben werden. Ich muss da nochmal drüber nachdenken. Lass erst ein anderes Rätsel machen. Wir haben ja zum Glück 5 Stück hier. Eins davon werde ich schon gelöst bekommen, oder? Also wir haben hier den Dings, mit dem wir die Würfel holen können. Den Würfel hier rüberlaufen und noch andere Sachen aktivieren. Ich könnte aber auch. Mich hochfahren, aber ohne den Würfel merke ich gerade. Weil den braucht der Geist ja auch. Okay, da geht's zum Kristall. Okay. Okay. Machen wir das mal wieder aus. Erstmal versuchen, das Rätsel hier zu verstehen. Das hier fährt da hoch. Und das hier. Fährt darüber. Aber warum fährt das darüber? Ach, damit man hochkommt. Ohne den Würfel. Ja, ich glaube, das ist ein sehr gutes Rätsel für die nächste Folge. Ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht das gut. Bis dann. Tschüss.